Und damit willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. Und wir schauen gerade mal nach, was wir denn überhaupt von denen alles fordern dürfen können, ne? Ein Vasall ist schon mal unmöglich, war klar. Aber können wir vielleicht Nationen entlassen? Oh ja. Oh ja. 23% würde mich das kosten. Würden die das machen? Nee, würden die machen. War klar. Ja, bislang habe ich ja noch nichts von denen, ne? Die Frage ist jetzt so die, was ich, sind die Chin auch im Krieg? Mit den Mongolen im Krieg. Ich meine, ich habe jetzt keine Bedenken daran. Ja, wenn die Mongolen diesen Krieg verlieren, verlieren sie den Krieg und verlieren Gebiete. Von mir können sie nichts fordern. Weil sie erst mal Sachen von mir einnehmen müssten. Und wenn mein Militär jetzt hier unten ist, ist es schwierig. Was ist hier jetzt eigentlich an Militär über? Gar nichts. Okay, das ist gut. Das bedeutet, die 9000 Mannequin, die dürfen nach Hause. Die 14.000 Mannequin dürfen nach Hause. Vielleicht nicht in dasselbe Gebiet. Geht dahin. Lass den Krieg weiterlatschen. Ja, das ist natürlich Pech. Puh, da oben ist ein Haufen unterwegs. Oh, die haben den Krieg aufgehört. Wow. Die Mongolen verlieren den Krieg. Okay. 1%? Kriegseroberung von... Wo ist dieses Gebiet? Ah, da oben. Hm. Wäre jetzt lustig, wenn dieses Gebiet hier drin wäre. Da hat dann das Spiel gerne mal so einen kleinen Deadlock. Wobei, ich glaube, das wurde mal geändert. Ich glaube, Kriegsziele können nicht mehr rausgenommen werden. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Okay, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Inflation senken. Erstmal ganz klar. Weil das hat früher mal zu einem Deadlock geführt. Hatte ich auch schon gehabt. Ich habe auch sogar im Let's Play, weil das gibt. Dass mein Kriegsziel war, auf einmal ausgegliedert worden ist, weil eine andere Nation darauf mit Krieg geführt hat, respektive eine andere Nation das Gebiet für sich selber dann beansprucht hat. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, sie haben es irgendwie geschafft, dass man das nicht mehr so einfach geht. Aber wenn die sich jetzt abspalten sollten, ja, wäre das ganz schlecht. Okay, Ruf nach Frieden. Ich meine, es ist jetzt aktuell noch nicht ganz so tragisch, weil die Kriegsmüdigkeit, die hier steigt, 0,03, plus recht noch einigermaßen zu vertreten ist. Allerdings, diese 0,03 werden recht schnell zu einem hohen Ziel. Je höher das halt ist, ihr seht selber diese ganzen Malis, die da sind. Und gerade mal die Kosten zur Kernprovinzerstellung plus 11,6%. Ich würde glatt sagen, wir lassen den Krieg mal Krieg sein und machen Frieden mit den Q und gucken, was wir da raushauen können. Also auf alle Fälle hier das Gebiet und das hätte ich gerne. Nationen entlassen. Können wir auch noch machen? Super. Okay, Forderungen senden. So, wohlan, okay, weil ich so oder so ein bisschen Probleme dann habe, hier, Ordnung, oh, das ist teuer, ach du Schande, da hat sogar noch diese 11%, ne? Das muss man sich überlegen. Noch diese 11% dazu. So, ihr geht wieder hier rüber.
Also, wir sind zwar im Krieg, allerdings, sie haben keine Flotte, also können wir das da hier wieder rausnehmen. Ablehnen, weil ich muss es denen nicht so viel einfacher machen. So, ihr geht jetzt mal nach Hause, okay. Dann würde ich sagen, dann bleibt da. Wir helfen jetzt ein bisschen den Mongolen. Wuh. Mit Wu haben nur die Mongolen Krieg. Da kann ich denen nicht helfen. Müssen ja rot sein, ansonsten geht's ja eh nicht. Die Schiffe lassen wir einfach mal da, wo sie sind. So. Hulu Bulu kann mich mal ganz getrost links liegen lassen. So, mal diplomatisch nach oben. Jetzt wird es ein bisschen dauern, bis wir da wieder ordentlich an Geld rankommen. Das können wir mal wegmachen. Das ist soweit. Das können wir wegmachen. Okay, damit kann ich leben. Damit können wir arbeiten, ne? Ja, ich hätte gerne jetzt da unten noch, natürlich noch mehr gefordert, aber 390, ich denke, das hat schon gezeigt, dass es war in Ordnung. Okay. Ja, ich meine, die da unten kriegen wir auch noch. Also die ganze Küste entlang, habe ich mir mal überlegt, dass wir da vielleicht entlang gehen. Dürfte ein guter Plan sein, ne? Wir haben auf alle Fälle jetzt eine gute Möglichkeit, hier weiterhin die Queue zu nehmen. Wir haben eine gute Möglichkeit, die hier zu nehmen. Die sind schon im Krieg drinnen gegen die Liang. Okay, das ist nicht so schlecht. Tibet Schloss Frieden. Ja, wird zahlen müssen Tibet. Okay, wohl an. Also von mir können sie nichts fordern. Von mir können sie rein gar nichts fordern. Das ist das Schöne daran. Da haben sie halt dieselben Regularien wie man selber halt eben. Man muss halt erstmal was von dem Land nehmen oder Schlachten gewinnen. Und solange das nicht der Fall ist, und das werden sie nicht hinkriegen. Dafür haben wir dann doch etwas zu viel Mann. Ich hole die 28.000 Mann jetzt trotzdem mal hier rüber und guckt euch mal das an. Also ich bin halb froh, dass ich in diesem Krieg nicht mitgemacht habe. Weil das wäre jetzt ein bisschen tödlich für mich. Wobei die jetzt auch... Na? So, wobei jetzt auch die natürlich ein bisschen Frieden haben. Die Pfalz hat kein religiöses Ding mehr. Okay, das hat mich vorhin noch interessiert. Reichsreformen. 1600, gerade mal eine einzige. Okay, ja, das ist nicht schlecht. Aber Österreich, das wundert mich. Mhm. Ja, ja. Das sind alles Reichsstaaten. Pommern ist Mitglied, also nur Staat. Aachen. Ja gut, die ganzen kleinen Dinger da, die sind noch da. Das ist cool. Stärkere Armee als der Kaiser. Brandenburg ist nicht so ganz gut. Truppenlimit plus 19.000, klar. Okay, weil sie halt Anführer sind. Aber Österreich ist noch nicht mal in der. Noch nicht mal Kurfürst. Ich meine, das ist. Hallo? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Schade, dass wir keinen Blick auf. Hallöchen, Europa. Wie geht's dir denn? Also gut, England ist Großbritannien geworden. Ey, die haben hier sogar sämtliche Provinzen überall von Frankreich behalten dürfen. Spanien ist schon da. Das ist cool. Burgund existiert noch. Das ist auch so ein Zufallsevent, ob es anfangs da ist oder nicht. Skandinavien und Norwegen, Schweden noch da. Litauen. Guck dir mal Litauen an. Litauen ist ja riesig. Die Russen. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis die da sind. Warum haben sie nicht Moskau? Pass mal auf. Kriege ich das hin? Nee, kriege ich nicht hin. Alter,
Ich habe gedacht, ich muss mal gucken. Ja, genau, du kannst sagen, dass das Problem da hinten runter, dass das braucht. Ja, genau, das brauchen sie auch. Und das. Witzig. Alter, was ist hier los? Ich liebe dieses Spiel einfach, weil es halt immer wieder durchgemischt wird. Moskau hat noch nicht mal mehr seine ehemalige Hauptstadt. Ja, gut, kein Wunder, dass die nicht Russland gegründet haben. Ja, wir haben das Geld und diplomatische Kosten minus 15% hätten wir früher gebraucht. Wir haben noch nicht mal mehr Moskau. Ach. Herrlich. Und ich glaube, so ein buntes, heiliges römisches Reich habe ich noch nie gesehen. Würzburg, ach du grüne Neune. Memmingen. Je, oje, oje, oje. Och, du grüne Neune. Was ist denn da los? Der heilige, also der Kaiser hat das ja gar nicht unter Kontrolle. Köln. Halleluja, ist Köln groß. Und Köln auch nochmal da drüben. Da haben wir uns gerade nichts zu tun, von daher kann ich da ja mal gucken. Ja, wir sind jetzt da natürlich noch ein bisschen in einem bescheuerten Krieg drin. Autsch. Ja, wenn die durchgehen, habe ich ein Problem. Also machen wir das mal so, ne? Ja, das ist ja jetzt gerade noch so in Arbeit. Können wir aber auch selber noch ein bisschen drücken. Okay. Überdienung natürlich derzeit einen Haufen, aber okay. Lass mal weiterlaufen. Also gut. Wie sieht's sonst aus? Also Frankreich ist dieses Mal richtig am A. Die Provence haben sie nicht bekommen. Okay, das ist aber eher selten der Fall. Verbindet allerdings mit Frankreich und der Schweiz. Schweiz, Schweiz ist da. Sehr schön. Florenz. Wo ist er? Ach, du grüne Neune, sehe ich ja jetzt erst. Guckt euch das mal an. Halleluja. Mensch, Portugal. Macht hier in Marokko aber mal so richtig einen drauf, ne? Und in Spanien hier drüben. Das Osmanische Reich. Das ist ja Miniatur. Ach, du grüne Neune, Ungarn. Okay, hier drüben Spanien. Jede Menge. Ja, okay, interessiert mich nicht. Frankreich. Norwegen. Okay. Die Briten. Frankreich mit Problemen. Alter, die Waldfee. Portugal hier unten. Krieg besetzt. Von Mali. Nee, Portugal besetzt Mali. Besetzt durch Mali. Besetzt durch Portugal. Okay. Ja, wir geben euch Geld. Wir haben es derzeit. Von daher kann ich das gerne mal machen. Aber das da, also das hier ist richtig cool. Also das ist richtig, richtig cool. Hat folgende Vasallen. Ja, gut, okay. Uninteressant. Moskau. Skandinavien und Britannien. Ja, das ist ja so altbekanntes Spielchen, ne? Verbindet mit Portugal. Okay, Spanien. Okay, also mit Spanien ist es ein bisschen eher ungewohnt. Münster und Flandern. Österreich ist verbündet mit Ungarn, Frankreich, Aachen, Nürnberg. Ja gut, okay, mit den Franzosen. Frankreich ist mal verbündet mit Burgund, Alter. Normalerweise sind das eigentlich so zwei Leute, die sich überhaupt nicht leiden können. Provence. Polen. Die Walachei als Vasall. Das ist eher fast normal. Schweden, Zypern, Litauen. Oha, Polen anzugreifen ist tödlich. Sind auch derzeit im Krieg gegen die Norweger. Verbündet mit Litauen. Und Litauen ist verbündet mit denen. Okay, das ist jetzt interessant.
dass dann Litauen nicht mitmacht. Schweden, Polen, ja, die werden wahrscheinlich über irgendeinen komischen Weg in diesen Krieg hineingekommen sein. Wir nehmen hier mal die Inflationsreduktion derzeit, weil geht. Ja, gut, okay, dann, jetzt wundert es mich dann eigentlich, warum ich hier das Heilige Römische Reich dann sehe, weil wenn dann natürlich hier der Blick da drauf ist, das ist natürlich dann auch, wenn man die diplomatische Technologie nach oben bekommt, gut zu sehen. Ja, das sind die da eher mit den muss ich leider noch mal machen, ne? Okay. Das kann ich mir nämlich nicht leisten. Das ist das Problem dabei. Allerdings. Und vor allem. Ich hätte halt das da hier gerne, ne? 1610, 9 Jahre. Okay. Mal hier drüben gerade vorbeigucken. Aber wäre ja eine Meldung gekommen, wenn irgendwo was Böses wäre. Der Krieg hier unten. Ja, wir helfen jetzt da oben einfach mal mit, dass der Krieg da aufhört, weil das zehrt dann halt doch schon. Ja, da sind hier diese beiden Gebiete, die sollten allerdings auch bald fertig sein. Das Jahr, okay, dauert nicht mal so lang. Das Osmanische Reich, das, ja gut, okay, das Spanien als Nachbarn, es gibt Netteres. Es gibt wirklich Netteres, was man haben könnte. Aha, ein Protektorat haben sie auch schon. Wen wundert's? Aber das da hier, also. Einmal ist man nicht in der Nähe und dann sieht das hier so komisch aus. Psst. Saiwan. Okay, die Provence. Sind da oben aber jetzt ein bisschen. Normal ist das da oben Holland, ne? Na gut, das Zufalls. Entschuldigung. Ja, das Zufallsevent wird erst starten. Beziehungsweise das absolute Event. Also, okay, ja, das ist in Ordnung. I love this song, aber okay. Ha, die Religion müssen wir natürlich noch nach unten bekommen. Ja, die Autonomie ist halt echt sau hoch. Aber wir machen. Sollen die gehen? Wir gehen darüber. Das Kriegsziel haben wir wieder. Es ist grün, okay. Autsch. Können wir. Wir können gehen, okay. Passt, perfekt, der Rest ist mir egal. Sollen die machen, was sie wollen. Die schicken wir nämlich mal da rein, dann haben wir da unten auch ein bisschen Ruhe. Administrative Technologien hätte ich gerne. Leck mich doch am Popo. Ja, mach das mal.
Wir senken überall mal, wo zu hoch ist. Es wird mit der Zeit so oder so wieder sinken. Nur zu hohe lokale Autonomie ist mir dann nicht wert. Außer jetzt hier in diesen beiden Gebieten. Das ist mir zu teuer. Das ist mir einfach viel zu teuer. Und in den anderen Gebieten sieht man ja, ist eigentlich überhaupt nichts los, ne? Das sind eigentlich alles akzeptierte Kulturen. Das würde mir jetzt allerdings, fehlt mir jetzt allerdings so ein bisschen, wo sie halt eben nicht so akzeptiert sind. Das wissen wir, dass es akzeptiert ist. Das sind auch alles akzeptierte Kulturen. Von daher uninteressante Angelegenheit. Ich kann meinen Blick einfach nicht hiervon reißen. Das ist einfach nur zu geil. Das ist wirklich nur zu geil. Nur so diese ganze Ecke hier. Litauen. Das ist noch nicht das Commonwealth geworden ist. Müssen sie mit Polen zusammenarbeiten. Also Polen integrieren. Dann wird es das Commonwealth. Dänemark ist ja komplett weg. Ha, ja. Okay, ich meine, warum nicht? So, was machen wir jetzt eigentlich an Plus? Wir machen ein bisschen Plus. Okay, das ist sehr schön. Rebellen. Ja, das muss halt fallen, ne? Unabhängigkeit. Der Rest geht. Ja gut, die nationalen Unruhen sind jetzt natürlich doch recht hoch, aber die Kriegsmüdigkeit muss mal ein bisschen fallen, dann würde das eigentlich auch schon wieder gehen, ne? Könnte natürlich hier nochmal ein bisschen steigern. Würde auch nochmal ein bisschen was bringen. Sehr gut. Dann sollte es jetzt doch einigermaßen, denke ich, gehen. Bürgerkriege und interne Konflikte sind eigentlich nicht wirklich der Fall. Überdehnung ist null. Das sollte das sich dann auch wieder allesamt beruhigen. Und dann ist es ganz gut eigentlich, ne? Na, egal. Ob wir da jetzt eine Macht verlieren pro Monat oder nicht. Schauen wir lieber mal danach. 375. Wer bietet mir 375? 375 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Keiner. Pflaum. Haben wir etwas über 13? 13. Wer bietet mir 13? 13. Dankeschön, Dankeschön, danke, danke, Dankeschön. Lokale Unruhen. Wo haben wir hohe Unruhen? Ja, das ist halt immer so die Frage, wo will man es einsetzen? Ne? Das ist halt auch blöde Marktplatz. Nö, wollen wir nicht. Produktion. Haben wir was da? Haben wir was Schönes da? Nein, haben wir nicht. Nirgends, nirgends, wirklich nirgends. Doch, da, plus 17. Dankeschön. Da haben wir noch was über 13. 13, 13 ist das Minimum. Nix. Truppenlimit. Wir haben doch so oder so. Genau, passt. Warum sollte ich da was machen? So, könntet ihr bitte mal... Was ist jetzt eigentlich hier schon wieder kaputt? Das wollte ich doch gar nicht. Okay. Ihr, was ist mit euch? Ah! Weil ein Missionar da drinnen betet. Hm.
Norwegen kein religiöses Problematika mehr. Das ist gut. Kommen meine Leute rechtzeitig da rein? Jupp. So. Und jetzt sollte es sinken. 13,7. War es gerade bei 13,8? Ich weiß es nicht ganz genau. Nächster Monat. Hopp, mach hin. Schneller. Ich weiß, ich könnte die Zeit beschleunigen, aber hallo. Wo kommen wir denn da hin? Ich würde sagen, es ist nicht runtergegangen. Die wollen halt wieder 200, ne? Manchmal könntest halt echt kacken. Ja, aber es werden wieder weniger. Das ist gut. Das ist gut. Größere Autonomie. Wir fordern für uns alle höhere Autonomien. Fuck off. Ich bin am Überlegen, ob ich hier wirklich jetzt mal so langsam aber sicher da gucke, dass ich die administrativen Technologien raufbekomme, dass wir hier diese Rebellenunterdrückung mal einsetzen. Die wo war? Humanistische? Nee. Oh, cool. Nationale Unruhe. Oh, super, super, super geil. Also jetzt sollte wirklich alles runtergehen. Das ohne Probleme. Nein. Also irgendwo war's, ne? Ja, da. Nationale Unruhe runter, das alles runter. Ja, ich meine, es wäre nicht schlecht. Das ist da schon wieder mehr Geld oder mehr administrative? Wir nehmen natürlich mehr administrative Macht. Ist ja klar. Das steigert sich jetzt halt wirklich dann nur in diesen Gebieten, in denen wir aktuell. Was ist denn da kaputt? Sind die Ming noch sonst wo? Nö, ne? Es sind keine passenden Provinzen meines Reiches in der Umgebung. Nee, wirklich nicht. Überhaupt keine einzige. Will das Spiel mich gerade trollen? Das wird noch hässlich werden. Das wird richtig hässlich werden. Ach, korrupte Bürokratie. Tabak. Gut, was wir natürlich machen können, wäre ein Gericht anbauen. Warum nicht? Weil ein Gericht schon da steht, ne? Marktplatz, zerstörter. Achso, Zerstörerwerkstatt. Nee. Da sollte man vielleicht auch dran denken. Gericht. So, dass da natürlich schon vereinzelt Gebäude sind. Eigentlich könnte ich Depp ja überall mal diese ganzen Dinger da wegmachen. Dass wir da wieder einen Platz frei haben auf der anderen Seite. Mein Gott, dann schau mal, dass wir die Entwicklung der Kolonie raufbekommen. Mittlerweile habe ich das ja auch gecheckt, was damit gemeint ist. Ne? Hier da, der Schnitt ergibt ja 14. Ne? 5 plus 7 plus 2 ist gleich 14. Braucht man zwar ein paar Entwicklungspunkte, um da voranzukommen, aber ist okay. Oh, Truppenlimit Modifikator plus 10% oder Truppenlimit Modifikator plus 10%. Welchen nehme ich? Keinen von beiden.
Provinzverbesserung ist mir sowas von Jacke wie Unterhose. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Irgendwo sind wieder mal Rebellen. Nein. Nein. Nee, 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 nee. Wir lassen das mal. Na, wobei mit 28.000 Mann kann man das schon mal riskieren. Okay. Ja, wir müssen jetzt halt den Kerle gerade mal nutzen, ne? Weil wir gut Punkte bekommen. Vor allem hier oben, die Sense. Und nächstes Mal kriegen wir dann eine neue Ideengruppe. Ja, macht Sinn. So, das warten wir jetzt gerade noch ab und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Lalalala. Kaufe. Wir könnten dann zur Theokratie. Nein, um Gottes Willen, niemals. Ich habe das einmal gemacht mit solchen Theokraten. Das geht ja gar nicht. Also nie. Schlimm. Bin am Überlegen, ob ich hier wirklich die Festungen. Komm. Wir brauchen sie nicht und können vielleicht andere coole Dinge dann dort bauen. Wobei, meisten. Fälle sollte es ja ganz passen. Während er das natürlich sagt, was macht er? Reißt natürlich überall die Burgen ab. Brauchen sie nicht. Wir brauchen sie wirklich nicht. Mein Gott. Wir verlieren lieber das Geld, bekommen einen möglichen Berater, bis unser Typ stirbt und die Technologiekosten plus minus 5%. Super geile Angelegenheit. Warum kriege ich das eigentlich immer, wenn ich Technologien gekauft habe? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. So, weil ich es bis zum nächsten Mal vergesse. Ich habe eh kein Geld, also von daher macht es gerade keinen Sinn. Dann werde ich das nächste Mal dran denken und dann wird das schon irgendwie klappen. Okay, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. In der Hoffnung, dass wir hier wieder Ruhe bekommen. Oh, das ist gut. Okay, also, ciao.